1961 begannen sie ihr Studium in Berlin. Sie absolvierten ihr Studium auch 1968 als Diplom-Ingenieur. In dieser Epoche wurden sie Zeitzeuge von großen Strömen der sogenannten, in Anführungszeichen, Gastarbeiter. Wie waren ihre Begegnungen mit den Landsleuten, die vermehrt aus den landwirtschaftlichen Verhältnissen nach Deutschland kamen, noch bevor sie eine große Stadt erlebt oder gesehen haben? Sehr gute Frage. Wissen Sie, Sie haben am Anfang gesagt, also ich kannte mein Land nicht so richtig. Ich bin in Ankara geboren, ich bin aufgewachsen in Ankara, Istanbul. Das war eben, Ankara war die Hauptstadt der türkischen Republik, war sehr modern, sehr weit fortgeschritten. Ein Großteil der Bevölkerung waren eben die Beamten, Staatsbeamtete und Angestellte und so, wie auch immer. Es war sehr modern, muss ich sagen. Und Istanbul war, wie Sie sagten, sehr multikulturell. Also in meiner Straße zum Beispiel, ich fing ja mit der Grundschule in Istanbul an. Wir waren 22 und die Hälfte davon waren nicht Türken. Also 7, 8 Griechen war es und 2, 3 Juden und 2, 3 Armenier, 1 Levantiner. Und das war auch typisches Stadtbild, das muss man sich vorstellen. Also in den Jahren, also Istanbul hatte 1 Million Einwohner und fast 150.000 waren osmanische Griechen, also sagen wir türkische Griechen. Das Stadtbild war anders. Und als ich dann nach Deutschland kam und meine Landsleute immer mehr nach Deutschland kamen, da stellte ich fest, wie bunt eigentlich die türkische Bevölkerung ist, ne? Die Dialekt der Schwarzmeerleute oder vom Osten oder vom Süden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe all diese Menschen während meines Aufenthalts in Deutschland kennengelernt. Dadurch, dass wir gut Deutsch konnten, natürlich haben wir denen sehr geholfen. Die konnten kein einziges Wort Deutsch. Die waren wirklich, also das muss man sich vorstellen. Gestern haben sie noch im Land gearbeitet, auf dem Feld als Bauer. Und nächsten Tag ab in den schwarzen Zug, also Karatran, wie damals man sagte. Und nach einer Woche fingen sie in einer deutschen Fabrik zu arbeiten mit 40 Stunden Arbeitswoche und so. Das war eine unglaubliche Umstellung. Und da muss man sagen, kein Mensch hat diesen armen Leuten geholfen. Es war eine Tragödie. So, ich habe so viel, ich kann stundenlang über meine Erinnerung erzählen. Es war nicht leicht. Also heutigen perfekt deutsch sprechende Kinder oder Kindeskinder von damaligen sogenannten Gastarbeitern, das muss ich denen sagen, euer Vater, euer Opa hat wirklich ganz, ganz schwierige Zeit in diesem Land gehabt. Die waren sehr alleingelassen und die waren wirklich, ich kenne das Leben in der deutschen, türkischen Wohnheimen und so. Das war eine ganz andere Zeit. Und dann dennoch muss ich ehrlich sagen, die waren anständig, die haben gut gearbeitet, die haben Familien hierher geholt. Dann sind ab den 70er Jahren kamen die Familien. Ja, und dann die heirateten, die Kinder wurden geboren. In den 70er Jahren, so waren die zweite Generation schon. Und die heutigen 30-Jährigen und so, nehme ich an, das sind Kindeskinder. Das heißt also, die sind total integriert. Aber wie gesagt, das Leben ihrer Opas und Omas war wirklich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Sehr schwierig. Sehr schwierige Zeiten.